Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lucky Skyblock. Dies müsste mittlerweile die fünfte Folge sein und wir sind immer noch am Gange, diese Insel hier voller Lucky Blöcke abzutragen. Wir haben in der letzten Folge hier unten diese kleine Plattform hier gebaut und ja, wären jetzt soweit ready, die ersten Lucky Blöcke abzubauen. Also hier oben haben wir schon abgetragen. Und ja, jetzt kommen halt die Lucky Blöcke hier. So, ich pack meinen guten Stuff hier hin und ja, Bucket ist jetzt nicht so wichtig, können wir uns schnell neu craften. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal, indem wir erstmal runtergehen und dann den ganz unten ja bauen. Okay. Man kann das jetzt positiv und negativ sehen. Negativ, wir sind gestorben. Okay, das ist nicht so schlimm. Positiv, unsere Items sind nicht weg. Und positiv, wir haben Anvils. Okay, cool. Wir haben Anvils und Iron Bars und so ein Shit. Und die halbe Insel ist weg. Oh, ernsthaft? Not really, oder? Wie viel von der Insel hat er denn bitte schön? Ich sehe, es war ein Fehler, erst den untersten aufzumachen. Okay. Ja gut, wenn ich so dämlich hier weitermache, dann werden wir niemals alle Minecraft Achievements schaffen. Also mal davon abgesehen. So, okay. Der Bucket ist weg, das ist nicht so schlimm. So, die Iron Bars nehme ich gerne mit. Keine Ahnung, wofür wir die mal brauchen werden. Ich habe jetzt gerade was abgebaut. So. Einfach ein paar mal mitnehmen. Ich denke, das passt. Ich baue erstmal so ein Lucky Block ab, Alter. Das hätte lebensgefährlich sein können. Potion of Harming. Instant Damage. Leaping Jump Boost. Healing Health. Poison. Slowness. Warum sind die... Oh. Warte mal, mir fällt gerade auf, dass wir jetzt Flaschen haben. Wir haben Flaschen. Yay. Nice. Okay, cool. Wir haben Bottles. Dafür hat uns ja eigentlich... Hilfe. Geh weg. Was machst du? Was machst du? Wer bist du? Ich will meine Spitzhacke nicht verlieren. Weg ist er. Nee, da ist er. Was macht er da? Was ist das? Leute, Risiko. Ich renn zurück. Nee, er ist nicht hinter mir. Oh mein Gott. Was ist das für ein Vieh? Es war ein Skelett mit verzauberter Rüstung auf einem Skelettpferd. Ist das nicht so ein Teil, was bei einer Skelettfalle spawnt? Oder so ähnlich, wie das Ding doch immer heißt. Okay. Wir haben Amboss. Ich stelle ihn jetzt einfach mal hier hin. Der will schon wieder weg. Alles klar. So, Cobblestone Slab. Tue ich auch mal raus. So. Okay, Potion hier hin, obwohl die Splash Potion kann ich auch eigentlich hier mal jetzt rein tun. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Und wir haben jetzt die Flaschen hier. Was kann ich denn jetzt aber mal so erstmal trinken? Hier, Paul Instant Damage. Ich habe nichts im Inventar. Es geht doch voll. Jetzt haben wir eine Glasbottle, heißt wir können uns Tränke brauen. Poison können wir auch machen. So, was haben wir noch? Das ist eine Lucky Potion, die will ich jetzt nicht verbrauchen. Und Slowness. So. Damit sind wir voll bescheuert und das heißt, ich kann nochmal runterspringen. Bam. So. Alle Effekte geklärt und wir haben drei Flaschen. Heißt, wir können die mit Wasser füllen.
Heißt, wir können die hier schon mal reintun, damit wir keinen Lagerplatz verbrauchen. Okay, cool. Da können wir jetzt auch theoretisch schon Nederwarzen reintun. Ich überlege gerade, was wohl die sinnvollste Art von Trank wäre, die wir brauen könnten. Was kommt nochmal aus Gastreben raus? Glitzernde Melone? Weiß ich auch nicht mehr. Also, Magma-Creme war auf jeden Fall Fire-Resistance. Und die Hasenpfote war definitiv Jump-Boost. So viel ist schon mal klar. Ich glaube, Gastier war Regeneration. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Genauestens sicher. Okay. So, ich würde sagen, dann baue ich einfach mal die letzten Lucky Blöcke dort ab. Und das war dann auch schon unsere zweite Insel. Wir müssen jetzt langsam echt auf Erde hoffen, sonst haben wir ein Problem. Weil, von wegen Erde und Bäume und sowas. Was ist das denn? Eine Unlucky Potion zum Werfen. Das ist nett. Oh. Okay, aber kein, wie heißt, kein, du weißt, was ich meine, Behutsamkeit. So. Nice, was ist das denn? Okay, Lucky Sword. Das gute Schätzchen nehme ich ebenfalls mit. Und jetzt hoffe ich einfach mal, aus dem letzten kommt nichts Wertvolles raus, Wertvolles meine ich, Schlimmes. Nein, Chicken. Chicken können wir gebrauchen. So. So, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal zurück, vorsichtig. Ist hier noch was drin? Nee. Okay, da gehen wir einmal zurück. Wir haben eigentlich ganz guten Stuff diesmal jetzt bekommen. Auch wenn er uns jetzt nicht besonders weiterhilft. Im normalen Micro Vanilla wäre es jetzt ziemlich OP. Aber hier bringt es uns ehrlich gesagt nicht besonders viel. Wir haben zwar Anvils, aber wir haben nicht wirklich Werkzeuge, wo wir es raufpacken könnten. Erstens das. Und zweitens haben wir auch keine Experience. Und drittens haben wir keinen Lagerplatz. Ja. Entweder ich mache hier... Moment, haben wir zufällig Redstone? Wir haben keinen Redstone, ne? Ich habe allen möglichen Scheiß, aber keinen Redstone. Wenn ich Redstone gehabt hätte, hätte ich Dropper machen können, wo ich dann Sachen reinpacke. Was hat denn noch ein Inventar? Ja, Ofen halt, ne? Aber in Ofen Sachen reinzupacken, sehr, sehr ineffizient. Vielleicht geht ja mit den verzauberten Büchern Zaubertisch. Das könnt ihr jetzt einfach auch mal probieren. An dieser Stelle. So, Lucky Sword kommt hier rein. Dann brauche ich 4 Obsidian und 2 Dia. Nämlich erst auf kommt mein. Ach ja, die Spitzhacke. Okay, wir haben kein Dias diesmal. Okay. Gut, kann ich das hier reintun, ohne das, was das Blast Protection, Fortune Lure. Ploppt das raus? Ja, es ploppt raus. Schade. Ja, Lagerplatz, Fehlanzeige. Ich werde mir irgendwas überlegen müssen. Ich baue jetzt den hier ab. Nein! Ich wusste es. Ich wusste, es gab einen Grund, warum ich den nicht abgebaut habe. Ich glaube, jetzt ist der Arm aus denn echt weg. Scheiße. Oh mein Gott. Ja. Ja gut, also das Ding hier wäre schon mal weg, haben wir super beseitigt. Da ist es dann mir immerhin kein Dorn im Auge mehr. Ja gut. Ich meine, Next Step wird die Insel hier vermutlich und
Noch mehr Kürbisse abbauen, Leute. Ich hasse es. Ich hasse es. Aber ansonsten gibt es für mich jetzt auch nichts mehr hier zu machen. Komm, den hier kann ich mal rauspacken. Der macht nur Inventar weg. Ich glaube, dann schmeiße ich erstmal das Zeug raus, was ich hier drin nicht brauche. Zum Beispiel diesen Schalter. Obwohl, brauche ich den? Ich lasse ihn erstmal drin, falls irgendwas Redstone-mäßiges. Dann hier die Lederrüstung. Braucht kein Mensch. Wir haben eine Chain-Rüstung. So, okay, ich will mich mal ganz kurz reloggen, damit der Armor-Stand wieder da ist. Guck mal, den hat sogar nicht erwischt. So, die Lederrüstung nehme ich hier auch mal ab. So, die werfe ich auch ins Void. Dann hole ich hier die Chain-Rüstung raus und pack die jetzt hier drauf. So. Okay, was haben wir noch? So, Hayballs lasse ich erstmal drin. Das ist in Ordnung. Hier, guck mal, kann ich einen Rabbit Stew essen? Und dann packe ich hier die Bowl auf die zweite rauf. Haben wir wieder einen Inventarplatz gespart. Den einen Oak Fence kann ich hier irgendwie einfach mal platzieren. Hier zum Beispiel noch einen Inventarplatz gespart. Hier die zwei Cyan kann ich auch verbauen, ehrlich gesagt. Ein hier und ein dort, wieder Inventarplatz gespart. Hier Orange Stained Clay. Einmal hier, einmal dort, wieder ein Inventarplatz gespart. So, den Rest kann ich eigentlich so lassen. Hier Gold Nugget. Warum ist er nicht auf den anderen drauf? Weil es Coins sind. Dann kann ich den Gold Nugget hier genauso gut wegschmeißen. So, okay, was haben wir noch? Aha. Lucky Block Book. Braucht kein Mensch. Weg damit. Ich weiß, ich gehe hier gerade ein bisschen radikal mit den Sachen um, aber das ist mir sowas von wurscht. Das Iron ist hier drin und da sind noch Iron Blöcke. Warum sind die hier drin? Warum sind die nicht hier drin? So. Okay. Eine Pressure Plate. Warum habe ich eine Pressure Plate? Die Pressure Plate packe ich hier hin. Wieder Inventarplatz gespart. Hier die Raw Chicken kann weg. Hier die Iron Bars. Damit kann ich immer so ein bisschen umzäunen vielleicht. Damit meine Insel mal ein bisschen hübscher wird. Also hübsch in Anführungsstrichen, weil Lucky Sky Blöcke werden niemals hübsch. 4 4 3 2 1. Und kann ich hier jetzt eigentlich, ich glaube, ich kann hier nicht runterfallen, ne? Nee, ich kann hier nicht runterfallen. Okay, so, was haben wir noch, was haben wir noch? Ein Blackstained Clay, ganz ehrlich. Ciao. Ja, okay. Das war's erstmal. So, haben wir wieder ein bisschen Inventarplatz hier aufgeräumt. Ich denke, das geht klar. Ja. Okay. Dann haben wir das gemacht. So. Einmal ganz kurz pennen gehen. Und dann ein. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Das spawnen ja Viecher. Hi, völlig verplant. Ja, okay, wir haben Bogen, Knochen, Pfeile. Ist nicht schlecht. Ich könnte mich tatsächlich auch mal um eine Monsterfarm kümmern. Das wäre kein Problem theoretisch, aber ich weiß nicht, ob ich dazu Lust habe und ob wir das Material brauchen. Naja. Ich glaube, hier ist gerade auch irgendwas krepiert. Kann das sein? Ja, ich komme hier in den Knochen.
Da sind ziemlich viele Squids. Nee, ansonsten ist hier nichts. Okay. So, ich bin wieder Level 1. Das ist wundervoll. Wird nicht lange anhalten. Also der Amboss bringt eigentlich sowieso nichts, weil wir werden nie genug Level haben, um irgendwas zu enchanten. Und einen Zaubertisch brauchen wir halt eigentlich nur für da, sag schon, für das Achievement. Apropos Achievement, habe ich noch heute noch gar nicht reingeguckt. Der eine fucking Flint. Ja. Ist toll, ne? Ja. Ist halt die Frage, wie wir das machen mit dem Flint. Weil ich kenne ja so ein paar Lucky Block Strukturen. Aus dem Lucky Block, da gibt es ja so ein paar Dinger, die sind einprogrammiert und die kommen halt dann immer rein zufällig. Aus welchem dieser Lucky Blöcke kann man Flint bekommen? Ich meine, oder Gravel. Aus welchem dieser Lucky Blöcke bekommt man Gravel? Oder wir machen das wie im anderen Skyblock und versuchen das Portal mit Lava anzuzünden. Bis das passiert. Ach du Kacke. Ich will gar. Ich. Oh Gott. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Wir können das Portal mit Lava anzünden, fällt mir auf. Das wird aber sehr kritisch. Naja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Lucky Skyblock. Diesmal mal eine etwas kürzere Folge. Und ja. Ich würde sagen, bis dann. Macht's gut, Leute. Und ciao.